Hallo Leute, heute kleines Video, weil ich am Dachhaken oben für Solaranlage am Aufbauen bin. Habe ich mir gedacht, kaufe ich mir eine kleine Flex, die für Makita-Akkus geht, weil die habe ich ja schon und dachte, brauche ich nicht so viel Geld ausgeben, halt für eine originale. Ich meine, die ist mit Sicherheit besser, aber für das eine Mal, wo ich die jetzt brauchen werde, wie gesagt, gezielt für die Dachhaken. Ne? Also ist von, diese ist von Mi Toolkit oder so. Ne? Gibt's, die anderen sehen alle ähnlich aus, haben einen bürstenlosen Motor, kostet so, ich glaube, bei um die 30 Euro. Ne? Und ja, dafür kann man die mal mitnehmen, wer weiß, wozu man sie nochmal braucht. Ne? Also dann hat man sie zu liegen, braucht kein Kabel ausrollen. Leistung, ja, ich sag mal, hört euch das mal an. Ach, erstmal muss man sie natürlich einschalten hier unten. Ja, die läuft schon mal ganz anders an wie so eine richtige. Die hat mehrere Leistungsstufen. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann in der Sonne. Dafür müsste ich wohl mal im Schatten gehen. Ne? So, ihr hört, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Also schneller läufst du denn wohl nicht. Hoppala. Alle Achtung. Gut, das passiert natürlich, das sollte nicht passieren. Ist aber typisch jetzt flexen, wenn die so doll bremsen. Ist nicht weiter wild. Na, dann ziehen wir sie wieder fest, ne? So. Ne, ihr hört, der Motor, der bürstenlose Motor, wahrscheinlich ein kleines Getriebe drin. Ne? Ist normal. Normal. Ja, hält doch besser jetzt, ne? Wie gesagt. Ein kleiner, ja, sowas passiert halt, ne, wenn man sie nicht richtig festzieht. Aber wie gesagt, das ist auch manchmal passiert, das eben, wenn du einmal damit richtig geschliffen hast, dann zieht sie sich alleine ein bisschen nach, dann gibt es halt eigentlich dieses Problem nicht mehr. Ne? Also das liegt jetzt nicht an der Flex. Es geht darum, um mal zu probieren, ob man die Dachziegel damit machen kann oder ob das so sinnlos ist, damit man doch lieber eine andere nehmen sollte. Ne? Aber wie gesagt, erstmal dachte ich, ja, drei Stufen, alles gut. Kannst einfach aus dem Schuppen nehmen. Akku habe ich 4 Stück davon für meine anderen Geräte. Und probieren wir mal, was sie so leistet. Ja, da zeichne ich erstmal den Ziegel kurz an. Ich hole mal runter, weil ich habe jetzt keine Lust, das hier oben zu machen. Könnte ich natürlich machen, aber... So angezeichnet ist. Dann werden wir mal damit probieren, die zu schleifen. Welche Seite hatten wir? Da. Und da. Angekratzt und dann mal los. Thank you.
So, ihr seht, so sieht's aus. Dann baue ich sie mal oben rein, ne, und hoffe mal, dazu passt. Ja, das Fazit, eigentlich machen wir gar nicht mal so ein Aufhebens davon. Also man kann damit arbeiten, für kleine Sachen jetzt auf dem Dach. Ich werde mir die nachher wahrscheinlich oben auf dem Dach einhaken und werde das oben machen, ne, und dann da schleifen, dann braucht man nicht hoch und runter klettern. Aber den Dachziegel, im Grunde muss man den ja sowieso umdrehen und anzeichnen irgendwo ein bisschen. Ja, mal sehen. Aber auf jeden Fall geht sie, funktioniert. Wie gesagt, eine Kleinigkeit irgendwo auf dem Grundstück, dann auf dem anderen Ende oder wo auch immer. Mit so einem Akku, wenn man den schon hat, kann man sich die gut und gerne kaufen. Ne? Gut, dann wollen wir nicht in der Länge ziehen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche und man sieht sich.